Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute das halbschriftliches Dividieren, also geteilt rechnen, dividieren mit Rest. So, und vorweg, in ein ganz paar Minuten habt ihr verstanden, wie das funktioniert. Üblicherweise macht man davor das halbschriftliche Dividieren, und zwar noch mit den Aufgaben, wo es keinen Rest gibt. Dazu habe ich natürlich auch ein Video. Und dann folgt dieses hier, das ist ein bisschen schwieriger. Zum Aufbau. Wir haben eine Aufgabe, wie zum Beispiel 45 geteilt durch 4. Und man sieht schon sofort, 5 am Ende geteilt durch 4 geht nicht auf. Richtig. Dann machen wir als allererstes unter die Aufgabe einen Strich. Und jetzt zerlegen wir die Aufgabe genauso wie beim halbschriftlichen Dividieren. Also wir gucken erstmal, wie viel Zehner kriegen wir mit. Und 40 geteilt durch 4, das sind 10. Und das schreiben wir auch genau so hin. Und nun schreiben wir hin, was übrig ist. Also 5 sind noch über. 5 geteilt durch 4. Und jetzt stellen wir fest, 5 geteilt durch 4, das geht gar nicht auf, aber die 4 passt einmal in die 5. Also schreiben wir die 1 hin. Achtet darauf, dass ihr die 1 in die 1er Reihe schreibt und die 10er in die 10er Reihe. Nicht verrutschen. Und dann seht ihr, einer bleibt über und dann kommt dahinter Rest 1. Manchmal, einige Lehrer möchten, dass Rest ausgeschrieben wird. Ich glaube, die allermeisten machen es aber so, wie ich das mache, ein großes R und dann, was der Rest ist, eben dahinter. Nun wird die Aufgabe unterstrichen. Und jetzt wird die ganze Aufgabe nochmal hingeschrieben. Also 45 geteilt durch 4 gleich. Und jetzt wird addiert. 0 und 1 sind 1. Einer, aha, und dann Rest 1. Und jetzt wissen wir, 45 geteilt durch 4 ist 11, Rest 1. Und wenn wir das fertig haben, dann wird das Ergebnis noch zweimal unterstrichen. Und schon haben wir die erste Aufgabe fertig. So funktioniert das und jetzt üben wir das noch. Also machen wir es ein bisschen schwieriger. 79 geteilt durch 6. Gleichzeichen und dann, wie gerade eben, unterstreichen. Gut, und jetzt fangen wir wieder mit den Zehnern an. Also die 60. 60 geteilt durch 6 sind 10. Jetzt schauen wir wieder. 60 haben wir verbraucht. Was ist noch über? Es sind noch 19 über. 19 geteilt durch 6, das geht nicht auf, das sehen wir schon. Jetzt müssen wir überlegen, wie oft passt die 6 in die 19. 1, 2, 3. 3 mal 6 sind 18, also dreimal wieder richtig aufschreiben in den Einerbereich und dann sind 3 mal 6 18 und es bleibt einer über bis zu 19, also Rest 1. Und schon sind wir fast fertig, wieder Strich drunter. Dann die gesamte Aufgabe, 79 geteilt durch 6 gleich. Jetzt wieder addieren, 0 und 3 sind 3, ein Zehner und dann Rest 1. Und dann 13 Rest 1 ist die Lösung, zweimal unterstreichen. Okay, ist doch gar nicht so schwierig. Nächste Aufgabe, ein bisschen schwieriger. 123 geteilt durch 4. Und wieder Gleichzeichen, unterstreichen und dann geht's los. Also, die 1 geht nicht in die 4, aber die 12, also die 120 geht. 120 geteilt durch 4, da machen wir einen Trick, da halten wir die 0 zu und dann steht da 12 geteilt durch 4. Das kennen wir, das ist die 3 und dann die 0 wieder dazu, sind also 30. Okay, so, was haben wir noch nicht verbraucht? 3 geteilt durch 4. Das geht ja gar nicht. Und genauso schreiben wir das auf, 0 mal und dann Rest 3. So, und dann Strich drunter. Und dann 30 plus 0, also 0 plus 0 sind 0 und 3 und Rest 3. Davor noch die Aufgabe, 123 geteilt durch 4 gleich. Und dann ist die Lösung 30 Rest 3. Zweimal unterstreichen, fertig. Okay, zum Schluss noch eine letzte Aufgabe und ich glaube, dann ist es aber klar. 77 machen wir 177 geteilt durch 4. Wir wollen es ein bisschen schwieriger haben. Okay, auf geht's. Passt die 4 in die 1? Nein. Passt die 4 in die 17? Ja. Also Strich drunter.
160 geteilt durch 4. Da halten wir wieder die 0 zu. 16 geteilt durch 4 sind 4 und dann die 0 wieder dran schreiben. Aber das wisst ihr ja schon. Jetzt haben wir 160 verbraucht, bleiben hier also noch 17 über. 17 geteilt durch 4, das passt nicht, das sehen wir schon. Aber jetzt überlegen wir uns wieder, wie oft passt die 4 in die 16? Jo, 4 mal. Und was bleibt dann bei 4 mal 4 sind 16? Bis zu 17 ist einer, also Rest 1. Einer bleibt über. Dann Strich drunter. Und jetzt wieder 177 geteilt durch 4 gleich. 0 und 4 sind 4, 4 und dann Rest 1. Zweimal unterstreichen und schon sind wir fertig. So, und das ist alles. So funktioniert das halbschriftliche Dividieren mit Rest. Und wenn man es mal gesehen hat, ist es doch gar nicht so schwer, oder? Okay, das war's. Das Video ist für die Grundschüler natürlich hier schon vorbei. Liebe Eltern, jetzt kommt ein ganz kleiner Teil für euch. Wenn ihr so einen Taschenrechner habt, mit der geteilt durch R-Taste da oben, dann könnt ihr Folgendes machen. 79, Shift, dann geteilt durch R, 6, gleich. Und dann bekommt ihr nämlich genau das, 13, Rest 1, falls ihr die Hausaufgaben kontrollieren wollt. Nochmal, 177 und dann geteilt mit Rest durch 4 gleich. 44 Rest 1. Einmal noch 123, dann Shift geteilt mit Rest 4 gleich. 30 Rest 3. Ich habe es also gut gerechnet und ihr seht jetzt, so funktioniert das auch mit dem Taschenrechner. Aber das bleibt unter uns. Die Kinder machen das natürlich ohne Taschenrechner. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.